Hallo und herzlich willkommen bei Laverne TV. Heute möchte Roland euch zeigen, was wir alles so in den Oldies finden. Angefangen über seine Hutabteilung. Alles mögliche querbeet. Da kann ich hier einer machen auf Schicolo. Oder was könnte denn das sein? Al Capone. Dann haben wir hier den Cowboy. Dann die uralten Wagenheber. Aber das sind jetzt ganz alte, ne? So vorkriegig halt. Ne? Und mit ein bisschen Öl funktionieren die auch noch. Seine Öldosensammlung. Im LKW drin. Das ist Originalmotoröl aus den 50er. Und zwar mineralisches Öl, Einbereichsöl. Und ein schönes altes Fahrrad mit einer Spezialtechnik. Triebe, ne? Denken tut man so. Also man muss gleichzeitig, das ist was für Intelligente, besser hin und her und rechts und links. Ne? Und am Sonntag gibt es darüber eine Spezialsendung, wo der Roland euch sein Geschäft zeigt. Müsst ihr euch unbedingt ansehen. Bis dahin. Kommen wir zum Börner. Ein gut aussehender junger Mann rief hier an. Der absolute Superman, sag ich euch. Gut aussehend, braun gebrannt, athletischer Körper. Wenn der mir gesagt hätte, er wohnt im Fitnesscenter, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja klar, wo sonst? Auch das läuft hier schon mal umher. Naja, wir hatten eine Mercedes-Benz-Auktion geplant. Ihr könnt euch vielleicht an das YouTube-Video erinnern, was immer noch drin ist. Vom 16. bis 18. September. Jedenfalls hatten wir dort einige Mercedes angeboten. Es waren ungefähr so 15 Stück. Unter anderem Strich-8er, unter anderem auch 220 SB, 250 SE, 200D, W123, Coupé und so weiter. Der gut aussehende junge Mann rief an und sagte, ich interessiere mich für eure Mercedes. Machte einen Termin und kam vorbei. Er sagte, die und die und die und die und die nehme ich. Oh, sagte ich, jetzt hat sich wohl unsere Mercedes-Benz-Auktion erledigt. Und wir hatten alles so toll durchgeplant. Wir hatten ein Frühstück geplant mit frischem Baguette und Croissant. Wir hatten ein tolles Barbecue geplant, anstoßen mit Champagner. Sollte so richtig toll und gemütlich werden, ja. Es riefen auch Interessenten an. Aber leider kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ach, was ich noch erwähnen wollte, hinter mir seht ihr klein Florida. So, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung. Denkt bitte dran, am Sonntag gibt der Roland eine Spezialsendung von seinem Teileladen. Und in der nächsten Folge geht es um einen Luxemburger, der hier eigentlich nur einen Traktor kaufen wollte. Aber mehr dazu das nächste Mal. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dahin. Hallo und herzlich willkommen in unserer Wetterstation. Wir hatten diese Woche 40 Grad. Wind? Was für ein Wind? Jetzt bräuchte ich eine Abkühlung. Was wäre das schön? Genau, das ist jetzt die Idee. Ich wünsche euch noch eine richtig tolle Woche. Bis zum nächsten Freitag.